CSU-Fraktion das Wort. Verehrtes Präsidium, meine Damen, meine Herren, also wenn jeder, der heute hier am Mikrofon gesagt hat, lasst uns da mal keine ideologischen Scheuklappen auflegen und Schlachten führen, das auch wirklich praktizieren würde, egal von welcher Seite, dann gäbe es diese Debatte nicht. Und vielleicht sollten wir unseren eigenen Worten folgen und dies nicht zum Thema von Wahlkämpfen oder von Ideologie machen. Und Bildung, das wissen wir, da müssen Sie, Herr Mutlu, Lautstärke hat mit Wahrhaftigkeit wenig zu tun, sondern meine Erfahrung ist, je lauter der Kehlkopf, umso geringer die Wahrhaftigkeit. Aber das möchte ich mal zum Stil der Rede mal beiseite fegen. Mir ist wichtig, dass Bildung natürlich, und ich hoffe, das gilt über alle Fraktionsgrenzen hinweg, der Schlüssel ist, um sachlich und fachlich Inklusion auch zu bewerkstelligen. Und deshalb haben wir ja in dem Bundesteilhabegesetz das Kapitel formuliert, um Bildung an allen Schulen zu organisieren, auch an den Hochschulen, dass wir erstmals auch Assistenzleistungen finanzieren über die Eingliederungshilfe im Grunde von der Grundschule über die weiterführenden Schulen, vom Bachelor bis hin auch zum Masterstudium. Und wir haben ja nicht nur die Instrumente formuliert in einem Kapitel, sondern wir haben von Seiten des Bundes im Zuge der Reform der Eingliederungshilfe auch 5 Milliarden Euro Entlastung gegeben. Von den 5 Milliarden Euro Entlastung für die Länder und Kommunen, um eben die Eingliederungshilfereform mit umzusetzen, sind eben 2,5 Milliarden Euro bereits vor 2 Jahren mobilisiert worden über Kosten der Unterkunft und auch über Mehrwertsteuerpunkte. Und weitere 2,5 Milliarden werden 2018 finanziert werden vom Bund. Und Herr Mutlu, ich mache mir große Sorgen um Sie. Wenn es wirklich mal ein Kooperationsverbot, wie auch immer das formuliert sein mag, nicht mehr geben sollte. Sie haben doch gar kein Thema mehr, über das Sie reden können. Seit Jahren haben Sie das eine Thema, das immer wieder hochkommt wie das Loch Ness. Und ich denke, dass wenn man das alles mal von Ihren Reden wegnimmt, dann bleibt nicht mehr allzu viel an Substanz. Und noch nie hat der Bund derzeit für länderspezifische Aufgaben mehr Gelder, Milliardengelder an die Länder und an die Kommunen finanziert wie zur jetzigen Zeit. Beispielsweise die 5 Milliarden Euro im Rahmen der Eingliederungshilfe, aber auch 800 Millionen weitere Gelder, die im Zuge dann auch der Verbesserung der Eingliederungshilfe für Budget für Arbeit, Budget für Ausbildung und andere Themen mobilisiert werden. Das heißt, es gibt eine permanente Kooperation zwischen Bund, Ländern und auch Kommunen. Ihr Kooperationsverbot ist eine Fiktion. Die brauchen Sie, damit Sie weiter Ideologie machen können. Tatsache ist, ja, ich kenne das Grundgesetz sehr gut, Herr Mutlu, und ich brauche dafür auch nicht rumzuschreien. Das Wichtigste, was auch Schule angeht, den Menschen ernst zu nehmen, den Menschen ernst zu nehmen. Und wer Menschen ernst nimmt, der sagt vor allem, es muss Wahlfreiheit geben, es muss Differenzierung geben, es muss Optionen geben, Alternativen geben. Und deshalb ist es eben nicht der richtige Standpunkt, dass man sagt, nachts sind alle Katzen grau, es gibt nur noch ein Modell der Schule, sondern wir brauchen, so wie Menschen unterschiedlich sind, auch differenzierte Schulangebote. Und wir wollen die beste Schule für jeden Einzelnen. Das ist der Ansatz, den wir miteinander haben. Und dann können sich Menschen auch für eine Förderschule entscheiden, wenn es ihr freier Wille ist. Und dann haben auch Sie nicht vorzuschreiben, das geht nicht in die Förderschule, das muss in die Regelschule übernommen werden. Nein, die Wahlfreiheit gilt für alle. Und wir brauchen differenzierte Systeme in den Regelschulen. Wir brauchen spezielle Förderschulen und auch die Kooperation und das Zusammenwirken von Regel- und Förderschulen. Ich kenne Förderschulen, aus denen Regelschulen entwickelt wurden in Neubrandenburg, und ich kenne auch entsprechende Kooperationsmodelle unter einem Dach von Förder- und von Regelschule. Wir sollten da etwas ideologisch abrüsten und den Menschen, den Angehörigen, den Betroffenen mehr zutrauen und ihnen diese Wahlfreiheit verschiedener Schulformen dann auch zugestehen, auch im Denken daran, dass sie dann das Beste wissen, was für ihre Kinder dann auch der beste Weg ist. Und auch der Nordrhein-Westfälische Vertrag. Der Nordrhein-Westfälische Vertrag ist nicht gegen Inklusion.
Und das Problem in Nordrhein-Westfalen, wo ich zufällig auch selber herkomme, war ein im Vergleich zu fast allen anderen Bundesländern völlig unterfinanziertes Bildungssystem. Und wer ein völlig unterfinanziertes Bildungssystem hat, der muss sich natürlich dann auch fragen lassen, ob die Aufgaben, die notwendig, sinnvoll und richtig sind, ob die dann auch richtigerweise übertragen werden können, weil es braucht Räumlichkeiten, es braucht eine entsprechende Lehrerausbildung, es braucht entsprechendes zusätzliches Personal, es braucht kleinere Klassen. Und das bedeutet, mit Inklusion müssen auch die Voraussetzungen geschaffen werden. Und das ist etwas, wo sicher Bund, Länder und Kommunen gemeinsam etwas wirken können, aber dass erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden und nicht nach dem System vorgegangen wird, wir schließen mal ein paar Förderschulen, übertragen die Personalstellen und das Geld auf die Regelschulen und gucken mal, was passiert. Das war die Art und Weise in Nordrhein-Westfalen. Das war ein Verbrechen gegen die Eltern, gegen die Schüler, gegen die Lehrer, gegen alles. Und deshalb sollten wir hier keine Ersatzschaukämpfe miteinander austragen, sondern Inklusion ernst nehmen. Sie ist ein Prozess, den wir weiter über das Bundesteilhabegesetz auch vorantreiben werden. Wir wollen die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen, gemeinsam Bund, Länder und Kommunen. Und Kooperation ist hier nicht verboten, sie wird gelebt, jeder mit seinen Kompetenzen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt